Moin, Servus und Hallo. Hier vom 66. EuHA-Kongress, der weltgrößten Akustikermesse aus Hannover. Heute habe ich mir vorgenommen, mal die verschiedenen Hörgerätehersteller zu besuchen und deren Cafés zu testen, um zu sehen, ob es da Unterschiede gibt. Und die Zeit möchte ich dann gleichzeitig nutzen, um mir anzuschauen, welche Neuerungen an Hörgeräten wir in den nächsten Monaten erwarten können. Ja, ich befinde mich jetzt hier am Stand von der Firma GN Resound. An meiner Seite Yasser Georgos, audiologischer Leiter von GN Hearing. Yasser, danke für den Kaffee. Sehr gerne, sehr gerne. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Erzähl mir uns doch mal, was gibt es so an Highlights von GN Resound hier auf der Messe? Dieses Jahr haben wir uns wirklich auf das Thema Sprachverstehen konzentriert. Wir wissen und wir kriegen regelmäßig Rückmeldung, dass viele Menschen Probleme haben, in einer lauten Situation, wie wir es gerade sind, zu verstehen. Und genau das war der Antrieb, warum wir bei unserem neuen Produkt Resound Omnia das nochmal in Fokus genommen haben. Wir wollen, dass die Person auch wirklich in sehr, sehr schwierigen Situationen optimal versteht. Das kann man natürlich mit einer Automatik machen, aber wenn es sehr laut wird, kommt die Automatik auch an ihre Grenzen. Und da gibt es dann Hilfsmittel wie zum Beispiel ein Feature, das nennt sich Frontfokus. Das heißt, da geht es darum, die Person, die ich angucke, bestmöglich zu verstehen. Und du siehst hier, damit mit diesem Frontfokus erreichen wir, und das ist wirklich verrückt, 80% der Menschen sagen, ich habe Probleme in einer geräuschvollen Situation zu verstehen. Ich glaube, das kannst du auch hier bestätigen. Ja, total. Es ist super laut. Ja. Und Ziel ist es, das Resound Omnia genau da zu positionieren, wo Menschen sagen, ich will gut verstehen oder ich muss sogar gut verstehen. Und darum ist Resound Omnia so interessant. Mhm. Wir gehen aber auch bei unseren Produkten neue Wege, andere Wege. Und da ist zum Beispiel unser neues Resound One IDO als wirklich, ja, Earbud, als Kopfhörer-Design. Wir haben viele Kunden, die sagen, Mensch, Kopfhörer sind in, sind stylisch. Hörgeräte, da brauche ich noch ein bisschen, muss mich so ein bisschen eingrooven. Und deswegen haben wir beide Welten fusioniert. Also wir haben einmal die Welt von Kopfhörer in Kombination mit der Welt von Hörgeräten verschmolzen. Mhm. Und daraus ist dieses neue Produkt entstanden. Das ist ein tolles Produkt. Ich habe es selber schon testen dürfen und ich finde auch die Farbe ist wirklich ja, definitiv. Hammer. Für die Akustik oder für die Kunden, die sagen, Anthrazit, das ist mir doch ein bisschen zu gewagt, haben wir natürlich auch in schlichteren Farben. Also auch da. Und was wir nochmal haben, und das darf man auch nicht vergessen, wir konzentrieren uns immer auf Menschen, die schlecht hören. Also Menschen, die einen Hörverlust haben, der teilweise schon sehr fortgeschritten ist. Was wir aber nie bis dato gar nicht betrachtet haben, waren die Menschen, die sagen, ich habe einen sehr hohen Leidensdruck. Ich habe das Problem, in einer geräuschvollen Situation zu verstehen. Aber ich habe noch keine Indikation für ein Hörgerät. Also ich bin noch gar nicht in der Lage, ich darf das noch gar nicht. Und genau deswegen stellen wir auch dieses Jahr auf der EuHA ein Produkt vor, das nennt sich Jabra Enhance. Quasi ein Kopfhörer mit einer Hörgerätstechnik. Das ist ja spannend. Jabra ist ja eigentlich auch eher ein Kopfhörerhersteller. Vollkommen. Ja? Einer der größten der Welt, muss man sagen. Also auch ein namhafter. Und wir nutzen genau da die Vorteile. Also ein Kopfhörer gepaart mit einer Hörgerätstechnik, die mir das Verstehen in solchen Situationen, wie wir hier sind, oder im Café, verbessert. Ja. Und das ganz einfach und ganz schnell. Das heißt, ich kann meine Probleme, meine Herausforderungen, die ich im Alltag habe, wenn ich keine Indikation habe, mit diesem Produkt. Aber wenn ich eine Indikation habe, dann gibt es das alles maßgefertigt. Hört sich richtig cool an. Jetzt meine Frage. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, ob das auch durchaus so für Patienten im ADHS-Bereich oder sowas eine Lösung darstellen könnte, die wenig bis keine Verstärkung brauchen? Also das wäre zum Beispiel so ein Produkt, dafür wäre es auch prädestiniert, weil die Menschen teilweise ja keinen wirklichen Hörverlust haben, die aber einen extrem hohen Leidensdruck. Das Produkt ist wirklich für eine große Palette an Menschen, die sagen, ich habe Probleme zu verstehen, weil es vielleicht laut ist, aber auch Menschen, die einfach ja, eine Einschränkung im Alltag haben. Dafür ist das Produkt natürlich auch prädestiniert. Echt mal eine Neuheit, gell? Ein Highlight, das wirklich auch mal eine komplett andere Zielgruppe anspricht. Genau, weil wir, wie gesagt, wir wollen jetzt, der Akustiker ist ja nicht nur der Fachmann für schlechtes Hören mit Hörgeräten, sondern auch der Fachmann für gutes Hören. Ja? Gehörschutz, OTC, also das Jabra Enhance, ist ein tolles Produkt. Ich glaube, damit verbindet man auch die neuen Welten zusammen. Ich habe das Gefühl, Jasse, nicht nur euer Kaffee ist gut, der ist nämlich echt super. Das freut mich. Auch eure Produkte sind echt Vielen toll. Dank. Und da steht eine spannende Zeit uns bevor. Definitiv. Ja. Und wir unterstützen euch, dich gerne dabei. Super. Danke, Alles dass klar. du dir die Zeit Danke genommen dir. Hast.
So, ich freue mich jetzt am Stand der Firma Oticon zu sein. Auch hier habe ich einen tollen Kaffee serviert bekommen. An meiner Seite Horst Warnke, audiologischer Leiter der Firma Oticon. Ja, vielen Dank, Herr Warnke, dass Sie sich Zeit nehmen. Und erzählen Sie doch mal ein bisschen, mit welchen Highlights ist Oticon dieses Jahr hier in Hannover angereist? Ja, erstmal haben wir ja als Firma die Ausrichtung, dass wir mit Hörgeräten den Menschen das Leben erleichtern möchten. Wir haben ja eine eigene Forschungsstation und dort forschen wir an den Prozessen, die im Gehirn stattfinden. Das nennen wir Brain Hearing. Und das Ziel davon ist, einfach Hörgeräte zu entwickeln, die eine Leichtigkeit des Hörens machen. Und unsere neuesten Geräte, die haben einen Chip drin, der heißt Polaris Chip, wen es interessiert. Mhm. Der hat die höchste Form der künstlichen Intelligenz und das kann man nutzen bei uns dafür, dass man diese Geräte trainiert, dass sie Stimmen zum Beispiel separieren. Im Hintergrund Lärm, der hier ist, können einzelne Stimmen herausgezogen werden und gleichzeitig lokalisierbare Geräusche wie vorbeifahrende Autos auch erkennen, sodass man im Zweifelsfall, wenn so ein Auto kommt, auch zur Seite gehen kann, weil man es eben gehört hat. Aber wenn fünf Leute gleichzeitig sprechen, kann ich mich entscheiden, ich möchte der Person zuhören oder der, weil ich die alle auch wahrnehmen kann. Und damit sind wir sehr, sehr erfolgreich. Es gibt viele wissenschaftliche Untersuchungen, dass man mit diesen Geräten zum Beispiel eine wesentlich große Erleichterung spürt bei der Höranstrengung. Also man erlebt wirklich eine Leichtigkeit des Hörens, sodass man mehr Stunden am Tag Hörgeräte tragen kann. Und mit dieser tollen Technik haben wir jetzt auch Immo-Geräte, kleinste Immo-Geräte. Und ich habe mal hier ein sogenanntes Invisible im Kanal-Gerät. Wenn ich mir das ins Ohr stecke, dann ist das praktisch für Außenstehende unsichtbar. Das ist jetzt im Moment die kleinste Form so eines Gerätes mit dem gleichen Chip drin, der eben die ganzen Stimmen hier heranholt und gleichzeitig Lärm unterdrückt. Und diese Technik gibt es aber auch in einer etwas größeren Form und das stecke ich mir auch mal ins Ohr. Und wenn ich jetzt diese Technik nutze, da ist auch der gleiche Chip drin mit dieser tollen akustischen Performance, da kann ich dann aber auch freihändig kommunizieren. Das heißt, ich kann mit meinem Smartphone telefonieren. Das Smartphone kann in der Tasche oder auf dem Tisch liegen. Ich nehme am Knopf des Hörgerätes das Telefongespräch an und kann damit sprechen. Über die Mikrofone im Hörgerät spreche ich. Ich höre das Telefonat in den Ohren. Und wer jetzt Sorge hat, dass das Hörgerät zu auffällig wäre, diese Sorge braucht er nicht haben. Ich war letzte Woche zum Beispiel auf dem Flughafen mit Frankfurt und da hatte gefühlt jeder Dritte sowas im Ohr. Das sind dann die im Ohr Kopfhörer von irgendwelchen Playern oder sind Earbuds oder sind eben Hörsysteme. Aber was es ist, weiß man gar nicht. Und das sieht eben aus wie so ein modernes Hearable oder Earbud oder Kopfhörer. Und das ist jetzt alles möglich in kleinster Form, entweder unsichtbar, so wie in diesem Ohr, oder zum freihändig Kommunizieren für Smartphone-Anbindung. Also tolle, tolle Technik. Wenn ich jetzt als Kunde zum Hörakustiker gehen würde, nach welchem Produkt muss ich verlangen, um dieses tolle neue Ohrgerät zu bekommen? Also die hinter dem Ohrgerät, der heißt More und die im Ohrgeräte heißen Ohm. Okay. Meine eigenen Geräte, die Ohm-Geräte. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Es gibt ja auch viele Kinder, die sind schwerhörig. Und auch für Kinder haben wir diese Geräte, die heißen dann Play PX, also wie das Spiel. Und da haben wir auch Tests gemacht. Das heißt, die Tests haben gar nicht wir gemacht, sondern die Universität von Western Ontario, das ist in Kanada, die Universität, die weltweit die größte Anerkennung hat, wenn es um PET-Akustik geht. Und die haben einen Test entwickelt, ob Kinder Emotionalität in der Stimme erkennen können. Und gerade für kleine Kinder ist es ganz wichtig, wenn sie erkennen, ob die Mutter traurig ist oder fröhlich oder wütend oder ängstlich. Und Kinder mit Schwierigkeit, die können das oft nicht erkennen, weil die Hörgeräte die Stimmen nicht gut genug wiedergeben. Und mit diesen neuen Play-PX-Geräten hören die Kinder, die schwierig sind, mit diesen Geräten praktisch genauso gut die Emotionalität der Stimme wie gleichaltrige Normalhörende. Und das ist doch der große Wunschtraum aller, die Hörgeräte anpassen oder tragen, normal hören. Das können wir noch nicht so einfach so versprechen, aber zumindest für diese Situation können wir sagen, ja, Normalhörigkeit wird fast erreicht. Und das ist eine tolle Botschaft, finde ich. Also ich glaube, man kann ganz gut zusammenfassen, die Firma Oticon bietet für alle Zielgruppen tolle, interessante Produkte. Genau, besser hätte ich es nicht sagen können. Vielen Dank, Horst Warnke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für den Kaffee, er schmeckt super und weiterhin eine tolle Messe. Ja, und vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Vielen Dank. Danke. Ja, dann freue ich mich, jetzt hier am Stand der Firma Phonak zu sein. An meiner Seite Marco Faltus, verantwortlich für die Audiologie bei Phonak. Marco, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, und vielen Dank für den Kaffee. Ich bin gespannt, was ihr an Neuheiten mitgebracht habt auf die diesjährige Messe. Auf die diesjährige Messe. Genau. Mensch, Dirk, jetzt erstmal schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und bevor wir über unsere Hörgerätetechnologie sprechen, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Ich habe gesagt, Mensch, ich möchte eine kleine Freude machen und habe dir ein kleines Schild mitgebracht,
Und findet bestimmt schön Platz. Und jetzt wollten wir ja über die Phonak-Technologie sprechen. Genau. Ja. Was interessiert dich am meisten? Ja, natürlich interessiert die Zuschauer am meisten, womit können sie in den nächsten Monaten bei Phonak rechnen? Was macht Phonak vielleicht besonders gegenüber auch den anderen Ausstellern hier am Stand? Und schon so, dass wir viele Funktionen, viele Algorithmen, Rechenoperationen auf den Hörgeräten auf den Markt bringen, die wirklich dafür stehen, besseres Hörverstehen zu ermöglichen. Und das ist ja das, was das, der größte Bedarf ist. Mhm. Unsere aktuelle Plattform, also unser aktuellster Chip, ist Phonak Lumity. Mhm. Und da wirken wir beispielsweise 18% mehr Hörverstehen als mit der Vorgängerplattform, die auch schon sehr gut war. Ja, in welchen Situationen macht sich das bemerkbar? Klar, auf so einer Messe wie jetzt besser verstehen, aber gerade bei Ihnen als Hörgeräteträger, am Stammtisch, bei Familienfeiern, wo es wirklich, und wir dürfen ja zum Glück wieder feiern, ja. Da kann ich wirklich sagen, dass Lumity einen deutlichen Vorteil bietet. Wie ermöglicht ihr das im Vergleich zur Vorgängertechnologie? Woher kommen die 18%, weil die war ja auch schon gut? Ja, woher kommen die 18% mehr? Generell, Phonak war vor einigen Jahren der erste Hersteller, der ein Richtmikrofon auf den Markt gebracht hat. Was macht ein Richtmikrofon? Ganz einfach. Ein Richtmikrofon kann die Ohren lenken, kann beispielsweise auf dich als mein Gegenüber lenken und kann den Rest außenrum ausblenden. Waren wir die Ersten, die es auf den Markt gebracht haben? Wir haben jetzt das Richtmikrofon auf das nächste Level gehoben. Durch eine binaurale Verknüpfung können wir nahtlos ein Richtmikrofon steuern aufs Gegenüber und wieder aufmachen mit der Steuern, dass du je nach Situation genau das richtige Hörverstehen hast und genau das Beste rausholst. Wir nennen es Stereosum 2.0, ein Teil unserer Smart Speech Technology. Das ist für mich eigentlich die wichtigste Funktion. Es gibt aber eine weitere Funktion, die es ermöglicht. Wenn ich jetzt, angenommen, wir würden uns nicht angucken, ich würde die ganze Zeit in die Richtung hier schauen, ja, dann gibt es eine Funktion, der Speech Sensor, der erkennt, dass du sprichst und dann dich eben in den Vordergrund holen kann. Okay. Magst du vielleicht noch ein paar Worte für meine Zuschauer über Made for All verlieren? Weil das ist ja doch so ein bisschen eine Besonderheit bei Phonak, bei Sonova im Vergleich zu anderen Hörgeräteherstellern. Absolut, absolut. Made for All oder das Thema Konnektivität generell? Ja, gerne. Konnektivität heißt ja im Endeffekt, ein wichtiger Punkt bei der Entwicklung von Hörgeräten ist, es muss so einfach wie möglich sein in der Bedienung. Und für mich ist es einfache Bedienung, dass ich mein Handy, und jeder hat ein Handy heutzutage, in der Hosentasche stecken lassen kann. Und wenn das Telefon klingelt, dann einfach ein Doppeltap aufs Hörgerät und ich kann anfangen zu telefonieren. Ich habe quasi ein Bluetooth-Headset. Mhm. Und da wir bei Sonova die Bluetooth-Standardprotokolle verwenden, was war dein erstes Telefon, was du hattest, dein erstes Handy? Ein Siemens S10. Ich hatte das S10 Deactive. Und das konnte schon Bluetooth damals, vor 17, 18 Jahren ist es, glaube ich, hier, oder 15, nicht festnageln jetzt. Und selbst das können wir an das Hörgerät ankoppeln. Das heißt, jedes Bluetooth-fähige Telefon oder vielleicht auch ein Decked-House-Telefon, das Bluetooth kann, kannst du ankoppeln, kannst du einfach telefonieren. Mhm. Einfachheit, das ist wichtig bei der Konnektivität. Jetzt haben wir über zwei Punkte gesprochen. Mhm. Einmal bestmögliches Sprachverstehen und einmal das Thema Konnektivität. Mhm. Ein dritter Megatrend, und ich könnte wetten, du hast auch eine Smartwatch am Arm. Mhm. Das heißt, die Gesellschaft und auch unsere Hörgeräteträger werden immer gesundheitsbewusster. Mhm. Und an jedes Phonak-Hörgerät hat jetzt schon, das mit Akku betrieben wird, hat jetzt schon einen Schrittzähler. Mhm. Das heißt, wir können, ohne dass du deine Smartwatch hast, ohne dass du das Handy hast, die Schritte zählen. Wir können Herzfrequenz messen im Gehörgang. Mhm. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Und gerade dieser dritte Megatrend Health-Data-Erfassung wird mehr und mehr auch wichtiger. Und da sind wir auch mit Phonak die ersten Hersteller auf dem Markt, die da was anbieten können. Ja, gerade die Herzfrequenzmessung im Gehörgang hört sich mega spannend an. Ja. Das ist ja echt ein interessantes, spannendes Produktportfolio und vor allem auch durchaus unterschiedlich zu dem, was ich bisher so gehört habe. Absolut. Und ich würde fast behaupten, der Kaffee hat sich für dich gelohnt bei unserem Stand. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wunderbar. Danke dir. Danke dir, dass du da warst, Dirk. Ja, gerne.
Wir befinden uns jetzt am Stand von Signia Hörgeräte. An meiner Seite Sascha Haag, Leiter der Audiologie für Deutschland. Sascha, danke für die Einladung, danke für den Kaffee. Ich bin gespannt. Bitte, bitte. Und ja, auch dich möchte ich gerne fragen, mit welchen Messe-Highlights ist Signia heute nach Hannover angereist? Ja, also wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass Produkte in einem Lebenszyklus nicht komplett unbegleitet bleiben, wenn sie auf den Markt kommen, sondern dass sie auch über ihren Produktlebenszyklus hinweg, so wie wir es von modernen Gadgets erkennen, auch immer wieder Updates erfahren. Mhm. Und dieses Mal sind es nicht nur Updates, die im Verborgenen stattfinden, wie bei so manch einem Betriebssystem, sondern Updates, wo auch ein konkreter Nutzen für Kunden dahinter liegt. Mhm. Und die Updates sehen dann dabei vor, dass ich beispielsweise Telefonate führen kann im Raum und diese dann auch über das Hörgerät annehmen kann und auflegen kann. Das heißt also einfach durch ein Tippen entweder aufs Ohr oder eben durch Druck auf einen Taster dann sofort in den Raum hineinsprechen kann, ohne jetzt noch das Telefon großartig in die Hand nehmen zu müssen, um dann abzulegen. Das ist das eine als Neuerung. Das andere als Neuerung ist, dass wir uns gerade für Situationen, die besonders hallig sind, wie wir jetzt hier uns auch auf der Messe gerade unter Umständen etwas auch hallig in der Aufnahme anhören, dass wir dann, wenn so hallige Situationen auftreten, eine gesonderte Unterstützung vollautomatisch für Hörgeräteträger liefern. Das heißt, das Hörgerät analysiert permanent dabei die Raumakustik, stellt dann irgendwann fest, dass der Nachhall zu groß ist und unter Umständen auch Probleme beim Verstehen verursacht und dann von da aus abgeleitet greift die Technik ein und reduziert diesen Nachhall vollautomatisch. Dann darüber hinaus liefern wir auch die Möglichkeit, dass wir im unteren Leistungsklassensegment für den Einstieg in die moderne Hörgerätewelt einen Support liefern. Heißt, die Bauformen, die wir hier vor uns sehen beispielsweise, in Form von maßgefertigten Immerhörgeräten, in Form eben von HDU-Geräten, also Geräten, die man hinterm Ohr trägt, dann auch mal mit besonderen Bauformen. Mhm. Jetzt hier sogar noch signiert von Walter Röhrl, dem Rennfahrer, der auch diese Geräte trägt. Und dann natürlich in klassischen Bauformen und ausgelagerten Hörer, wie wir es jetzt hier zum Beispiel sehen. Hier in dem Fall auch mit einer mobilen Ladestation und Powerbank versehen. Das wäre also da, um diesen Einstieg trotzdem zu ermöglichen in diese moderne Hörgerätewelt. Und das geht jetzt ab der Messe. Vorher war das so dem Mittelklassensegment vorbehalten. Und heute ist es kein Problem, auf diese neue Technologie dann dabei zurückzugreifen. Besonderheit bei den Geräten ist, dass sie da über eine Zwei-Wege-Signalverarbeitung funktionieren oder arbeiten. Heißt dabei, dass sie die Umgebung, die wir hören, immer getrennt verarbeiten von dem, was wir als Sprache dann in der Aufnahme haben. Und das ist eben das Schöne dabei, wir können somit immer den perfekten Mix generieren aus dem, was ich als Sprachunterstützung brauche und was ich als Filterung vielleicht von meiner Umgebung brauche. Denn wir haben unter anderem ein Update und zwar für den sogenannten Signia Assistant, also einen kleinen Chatbot, den es in der passenden Hörgeräte-App gibt, die ich auf meinem Smartphone als Fernbedienung nutzen kann. Und dort können sowohl der Hörakustiker einmal als auch der Endkunde auf gewisse Präferenzen, die der Kunde dann hat, wenn er die Hörgeräte trägt, Einstellungen vornehmen. Kommen wir nochmal zur App. Ich habe gehört, auch da gibt es ein paar Neuerungen. Magst du mir dazu noch ein bisschen was erzählen? Genau, neben diesem Signia Assistant, den ich eben erwähnt habe, also diesem Chatbot, haben wir jetzt auch eine neue Funktion. Und zwar richtet sich das insbesondere an die Kunden, die sich gerade vielleicht für neue Bauformen interessieren und etwas jünger sind. Und wenn man jetzt sich als Kunde für so eine neue Bauform zum Beispiel interessiert, ist ja auch eine Erwartungshaltung damit verbunden. Und genau darauf zahlen die Neuerungen in der App ein. Mhm. Das heißt also, diese Erwartungshaltungen werden dahingehend gedeckt, dass zum Beispiel neue Fitnessfunktionen auch über die App erreichbar sind. So kann zum Beispiel eine Schrittzählung darüber eingestellt werden, ein Ziel, und das Hörgerät misst dann über Bewegungssensoren die Schritte, die ich über den Tag gemacht habe. Das Schöne dabei, auch die Aktivität wird gemessen. Da gibt es auch Empfehlungen von der WHO, wie viel Aktivität soll ich am Tag haben, gemessen in schnelle und langsame Bewegungen. Auch das wird von der App mitgemessen, auch das kann ich mir mit Zielen hinterlegen. Also auch da mich ein bisschen messen mit der App. Darüber hinaus kann ich aber auch meine Tragezeiten von den Hörgeräten einsehen. Das ist gerade für den Anfang, für die Eingewöhnungsphase besonders wichtig, da ich da eine sehr gute Kontrolle drüber habe. Eingewöhnungsphase heißt ja nicht umsonst Eingewöhnung, weil ich mich manchmal meistens an den neuen Hörandruck ein Stück weit gewöhnen muss. Und das kann ich dann auch kontrollieren. Das heißt also, ich als Träger sehe dann auch ganz genau, habe ich zum Beispiel hier auch meine Tagesziele bei erreicht.
Hört sich alles super an. Absolut. Sascha, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir für den Kaffee. Er ist auf jeden Fall im oberen Level mit dabei. Gerne dir. Und ja, ich freue mich auf die neuen Produkte. Ja, vielen dann Dank. Probier's aus. Dankeschön. Ja, wir befinden uns jetzt hier am Stand der Firma Widex. An meiner Seite die Frau Bröttinger, die sich bereit erklärt hat, uns mal so ein bisschen was zu erklären, was die Firma Widex an Messeneuheiten mitgebracht hat. Vielen Dank dafür. Und da bin ich gespannt, was Sie mitgebracht haben, Frau Bröttinger. Okay, erstmal schon vom Angucken her, man sieht, das ist alles aufeinander abgestimmt. Das ist eine Familie. Das ist die Moment-Schier-Familie. Mhm. Und alles, was wir bis jetzt auch von Moment, was Sie an Ihre Kunden verkauft haben, wird aus den Funktionen, die jetzt da draus kommen, ein Moment Shear. Nicht nur noch Moment, sondern Moment Shear. Wir haben unter anderem eine neue Bauform, unser Estric RD. Mhm. Hier haben wir uns das komplette Design nochmal angeguckt. Wir haben ein paar kleine Feinheiten geändert. Mhm. Kann man sagen, eine Kleinigkeit mit einer großen Wirkung. Wir haben uns hier zum Beispiel die Mikrofone angeguckt. Und da ging es darum, dass wir haben spezielle Mikrofone, die MEMS-Mikrofone. Mhm. Und das unterstützt die Charakteristik der MEMS-Mikrofone und auch die Anstoßgeräusche, wenn Sie einen Brillenbügel aufsetzen oder das Rascheln der Haare, dass die Eigengeräusche einfach weniger zu hören sind. Und unser Akku, der hier drin ist, ist zwar ein kleines Gerät, aber man hat immer die Energie für den ganzen Tag, hält Ihnen gut 16 Stunden inklusive 8 Stunden Dauerstream. Und die Energie kommt hier über unsere Ladestation rein. Die ist richtig standfest. Was wir uns angeschaut haben, ist vom einen der Optik. Man sieht, wir haben oben so einen silbernen Streifen. Mhm. Der ist nicht nur schick, der hat auch einen Hintergrund. Weil wenn ich vom Sehen her nicht mehr so fit bin, ist es farblich abgesetzt. Ich sehe wirklich, wo die Ladeschlitze sind und kann es so rüber gut reinstellen. Ladestation ist überarbeitet. Mhm. Unsere TV Play auch. Das Design ist aufgenommen, wurde fortgesetzt hier in der TV Play. Mhm. Darf es Ihnen mal geben? Ja, gerne. Hat einen neuen Überzug. Haben wir schon vorher festgestellt, hat wirklich nochmal einen Gewinn im Design bekommen, obwohl es ja eh schon ein schönes Produkt ist. Von dänischen Hersteller Quadrat ist der Überzug. Ist ein Designhersteller und hat auch nachhaltige Produkte. Mein absolutes Highlight ist das kleine Ding. Mhm. Unser Sound Assist. Ich gebe es Ihnen gerade mal in die Hand. Gerne. Ich vermute, das ist was Sie auch dran klipsen können. Hier anstecken kann. War das schwer? Nein, überhaupt nicht. Und es fühlt sich auch von der Haptik her sehr toll an. Was glauben Sie, wie viele Funktionen stecken da drin? Naja, mein erster Gedanke wäre mal gewesen, dass es ein externes Mikrofon ist, also dass man über Entfernung Sprache verstehen kann. Okay, ja, das ist eine. Eventuell ist noch ein Taster mit dran, dass ich auch eine Fernbedienung darüber realisieren kann. Und dann, das ist die zweite. Und dann müssen Sie mir weiterhelfen. 4 Stück fehlen noch. Oh, noch 4. Das sind 6 Funktionen. Okay. Also das eine haben Sie schon gehabt, Partnermikrofon. Ja. Mhm. Ich kann es aber auch als Tischmikrofon nehmen, dass Sie es hinstellen. Fernbedienungsfunktion, ja. Sie können es als Bluetooth-Schnittstelle nutzen für Audioquellen. Mhm. Natürlich können Sie darüber auch Hands-Free telefonieren. Mhm. Und dann hat es noch eine integrierte T-Spule. Toll. Also 6 Funktionen in einem. Mhm. Deshalb ist das mein absolutes Highlight. Durchaus nachvollziehbar. Ja, Frau Bröttinger, vielen Dank. Das hört sich ja super spannend an. Ich bin gespannt, wie das Ganze bei unseren Kunden ankommen wird. Auch vielen Dank für den tollen Kaffee. Der wird mit Sicherheit irgendwo ganz oben mit angesiedelt sein von der Qualität her. Danke, gerne. War mir eine Freude. Vielen Dank.